Wir stehen jetzt bei einem Projekt, auf das ich besonders stolz bin. Einer Bike City unmittelbar am Wasser. So wie wir jetzt hier stehen mit diesem Blick, mit diesem wunderschönen Blick auf die Donau, auch wenn es heute regnet. Das soll für 250 Wohnungen, also 500, 600, 700 Menschen möglich sein. Auf einem Platz, wo bisher die Stadt Wien gesagt hat, den kann man ja nicht entwickeln, da kommt man mit dem Auto nicht hin. Und ich habe darauf gesagt, das ist doch super, wenn man mit dem Auto nicht hinkommt, das ist doch eine Riesenchance. Bauen wir eine wirkliche Radlerstadt, eine wirkliche Bike City unmittelbar am Wasser. Das ist ein Areal des Brigittenauer Bahnhofs, unmittelbar bei der Nordbrücke. Das ist so groß, dass fünfmal der Stephansdom drauf Platz hat. Und das war jetzt eine jahrelange Auseinandersetzung mit der Stadt Wien, dass das möglich ist. Und deshalb freue ich mich sehr, dass wir heute gemeinsam im Planungsstadtrat Schicker dieses Projekt offiziell vorstellen können. Und jetzt geht's in die Umsetzung. Umsetzung heißt, ein städtebaulicher Wettbewerb wird die Grundlagen liefern und dann wird eine sehr kleinteilige Entwicklung, die auch für individuelle Wohnformen möglich ist, für Baugruppen, Schritt für Schritt da einen wirklichen Stadtteil der Zukunft entwickeln, wo natürlich Passivhausstandard die Basis ist und wo wir, Leute wie ich, in 15 bis 17 Minuten direkt und kreuzungsfrei ins Zentrum fahren können. Hier sieht man, wie riesengroß dieses Gelände ist und man unterschätzt das total. Also noch einmal, hier hat fünfmal der Stephansdom Platz. Und eine Bebauungsmöglichkeit ist hier entlang der Bahn als Lärmschutz eine 3, 4, 5-geschossige Abschirmung zu machen und dann hier mit Blick aufs Wasser hängende Früchte oder ähnliche Bebauungen vorzusehen. Ja, und mit dem Radl fahrt man dann bis vor zu, wo man hier hinten sieht, die Brücke, die Radlerbrücke, die in die Stadt führt. Dort soll so eine Art Radlerhotel, vielleicht eine Büroeinrichtung sein, wo ein Lift uns Radler hinaufführt. Und dann geht es direkt diesmal den Donaukanal-Radweg in die Stadt. Jetzt hört man sozusagen die Bahn im Hintergrund. Die wird abgeschirmt durch die Bebauungen. Aber man muss schon sagen, ja, es ist ein urbaner Stadtteil. Also da hinten die Nordbrücke, hier der Handelskai. Also sozusagen, es gibt zwar Vogelgezwitscher, aber natürlich auch einen Grundlärm. Also muss man das wollen, dass man hier lebt, und ich glaube, das sind ganz spezielle Leute, die sich für dieses Projekt interessieren. Jedenfalls, ich freue mich wirklich riesig, dass das möglich ist und dass so ein tolles Projekt auf unsere Initiative hin entstehen kann. Viele fragen, wie der Zeitrahmen für so ein Projekt aussehen kann. Also jetzt als erster Schritt gibt es einen städtebaulichen Wettbewerb, der mal erheben soll, wie die Bebauungsstruktur dieser immerhin doch 52 Wohneinheiten aussehen kann. Dann beginnt ein Widmungsverfahren, das sicherlich auch eineinhalb Jahre dauert. Also ich rechne damit, dass plus minus 2011, 2012 es möglich ist, hier mit der Bebauung zu beginnen. Also das dauert noch einige Jahre, aber ich bleibe da heftig dran. Zweite Frage, die Kopner, wer wird sich das leisten können? Ich glaube, dass es sogar günstiger sein kann als andere Genossenschaftsbauten. Warum? Man muss hier nicht um Wahnsinnsgeld zweigeschossige Tiefgaragen errichten, sondern die Garage gibt es ja schon drüben. Das heißt, man kann günstiger bauen und natürlich soll das ein ganz normales, wohnbaugefördertes Projekt werden. Also das heißt, das, was jetzt an Genossenschaften, an Genossenschaftswohnungen in Wien am Markt ist, dieses Preisniveau soll sicherlich nicht überschritten, eher unterschritten werden.